Hello everybody, hier ist wieder der Rolfzilla mit For Honor, der Brawl-Modus mit dem, nicht Conqueror, gar nicht, mit dem Berserker sind wir heute unterwegs. Und ich bin ein bisschen gefrustet, weil ich so schlecht bin, aber Round so ist es one. eben. Ohne Worte, Leute, ohne Worte. Es ist mir halt nie klar oder nicht klar, warum der Gegner mit halt Attacken durchkommt und ich nicht. Naja. Ja, das ist der Vorteil vom Kensei, ne? Beziehungsweise, ja. Jetzt mit dem Blockbrecher darunter werfen, so wie mich. Naja. Und das mit dem Executor habe ich noch nicht drauf. Also ich weiß, auf welche Knöpfe das liegt, auf dem Q und auf dem E. Aber ich weiß nicht, inwieweit nicht das. Da, schon wieder. Nein! Es ist doch zum Kotzen! Jetzt brennt der Kollege auch noch. Ja, das war's. Komm, ein Schubser noch. Ein bisschen. Ah, das war's. Bisschen in die andere Richtung. Genau, gib ihm auch noch. Der hat's verdient. Ich will auch nicht da kämpfen, wo ich runterfallen kann. Leck mich doch am Arsch. Tschüss. So. Machen wir mal ein bisschen teammäßig. Hier können wir nicht runterfallen. Nein, geh nicht weiter. Das ist schon. Wir können schon wieder runterfallen. Ich weiß das. Ich will das nicht. Hallo? Wie oft muss ich denn die Taste drücken? Es ist mir nicht möglich, mit Alt den Gegner zu wechseln. Warum zur Hölle nicht? Es ist eine einfache kleine Taste, die drücke ich und dann sollte der anvisierte Gegner wechseln. Es ist frustig. Es ist eine Alpha, aber es ist frustig. Wollt ihr ein bisschen schönes Gameplay zeigen hier mit dem Conqueror? Nö. Conqueror. Quatsch. Berserker. Warum verwechsel ich den immer? Der nächste Versuch mit dem Berserker. Alles voller, dicker Wikinger. Wenigstens kann ich hier nicht wirklich irgendwo runterstürzen, zumindest nicht sterben. Na dann komm. Ah. Ich kann doch.
Gut, den haben wir. Jo. Ja, alles klar. Nein! Wenn ihr wüsstet, wie ich hier vor dem scheiß Monitor abgehe, ne? Wie ich mich hier verkrümme. Aber das war wenigstens ein Match, wo man sagt, ich hatte eine Chance. Round 2. Keine Chance mehr. Ich hoffe nur, dass der Kollege... Warum kann ich nicht blocken? Dass der Kollege gewinnt. Aber es ist nicht meine Welt. Round 3. Danke fürs Umrennen. Ja. Haut mich doch alle einfach weg. What? Ich war fast voll. Wie hat er das denn gemacht? Wieso kann ich nicht mal mit Leuten spielen, die mal gut sind? Warum bin ich immer mit den Scheißern zusammen? Ich meine, ich spiele ja auch wie Müll, aber einfach damit ich auch mal was zeigen kann. Neuer Versuch mit Wuselpau. Auch er spielt einen Berserker. Und wir werden jetzt einfach hier stehen bleiben. Wir machen jetzt einfach unseren Shit. Ja, keine Ahnung, was man da machen kann. Hallo. Na, runter da. Was soll ich dazu noch sagen? Nach 5 Sekunden kam der zweite an. Round 2. Ach, leck mich doch. Aha. Na. So. Nummer 1. Diesmal haben wir eine Chance. Lass mich doch mal durch! Mann! Das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Weiß jetzt nicht, warum das der andere Wikinger war, der da gezeigt wurde, laut... Dingens, Bummens müsste es eigentlich auch ein Berserker sein. Oh. Jo, und weg. Nein, weg. Und tot. Also anscheinend gibt es auch so Attacken von oben, die besonders viel Schaden machen. Ich weiß aber nicht, wie man die macht und woher die wissen, wie man die macht.
Oder ob das die Executes sind, ich weiß das nicht. Danke. Wie habe ich es geschafft? Habe ich mich mal am Riemen gerissen? Vielleicht noch ein gütliches Ende für diese Brawl-Runde. So, ich hau ab. Naja, ja. Hauptsache, die können mich da nicht runterschmeißen. Wow, da bin ich mal super ausgewichen. Nein! Da bin ich mal scheiße ausgewichen. Ja, da muss der Wusel aber jetzt mal reinhauen. Ja, den kann er aber machen, der hat nicht mehr viel. Oder war es der andere? Nee, das wird nichts. Der andere war der low ist. War eine Frau, glaube ich. Ja, oder ist eine Frau. Sieht man hier auf den ersten Blick. Round 5. So. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Wollen wir die mal rankommen lassen? Na, das kann nicht sein, es ist zum Kotzen. Immer muss ich verlieren. Yo, das ist mein Schicksal. Es gibt einige Attacken, die ich leider nicht kann. Ich weiß nicht warum. Es steht nicht, wie ich die ausführe. Das mit dem Execute auf der E- und Q-Taste ist halt unklar. Und naja, ich habe noch so einige andere Fragen. Einfach Sachen, die sich mir nicht erschließen, warum was so ist. Das soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass ich kein guter Spieler bin. Aber ja, das ist halt so, sind so Sachen, die frusten dann halt. Das muss irgendwie nicht sein. Trotzdem macht das Spiel eine Menge Spaß. Wenn man da mal eine Runde gewinnt, dann ist man sofort wieder dabei. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr lasst vielleicht ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder von For Honor. Bis dahin, macht's gut.